Hallo Leute, wir spielen heute die dritte Mission von Majesty 2, The Baron's Bill. Und es geht mal wieder um eine äußerst ernstzunehmende Aufgabe. Wir müssen einen Baron dafür bestrafen, dass er uns beim Essen hat sitzen lassen. Oder besser gesagt, eigentlich unseren Berater beim Essen hat sitzen lassen. Und die Rechnung nicht bezahlt hat. Das heißt, was ist die angemessene Bestrafung für eine nicht bezahlte Rechnung? Wir reißen sein Schloss komplett ein. Und töten alle Leute, die in seinem Dienst stehen. Wieso nicht? Okay, wir starten das Spiel mit drei Quests im Großen und Ganzen. Das Castle von Dilat zerstören, unser eigenes Castle nicht verlieren, was eigentlich irgendwie immer eine Aufgabe sein sollte, und mit einer Nebenquest, nämlich die Höllenportale zerstören. Wir haben diesmal deutlich mehr Geld zur Verfügung als in den vorherigen Missionen. Und in dieser Mission zieht das Spiel auch schon ein bisschen am Schwierigkeitsgrad an. Allein schon dadurch, dass ihr seht, hier liegen nicht unendlich viele Goldkisten herum, so wie in den ersten paar Missionen. Das bedeutet, eure Helden rennen nicht einfach auf der Map herum und werden reich durchs Nichtstun. Aber hier unten sehen wir zum Beispiel schon mal ein Portal to Hell, das zurzeit noch nichts ausspuckt, aber es wird dann relativ bald anfangen, Imps auszuspucken und später dann Dämonen. Wie alles andere werden auch diese Höllenportale im Laufe der Zeit mächtiger, wenn ihr sie unbeaufsichtigt lasst. Hier haben sich gerade unsere Kanäle entwickelt, das heißt, wir werden hier mal gleich ein Guardhouse bauen. Wir brauchen mal ein paar Ranger. Oh, da haben wir auch hier das nächste aufgedeckt. Drei normale Wölfe. Kein großes Problem. So, schicken wir mal Leute los zum Zerstören. Na bitte, da finden sich schon Leute. Dann stellen wir hier mal Heiltränke zur Verfügung. Da sie jetzt am Anfang noch gar kein Geld haben, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sich alle Leute sofort dieser Quest verschreiben werden. Naja, da ist leider die erste Ladung an Ratten gespawnt. Wir müssen schauen, ob sich vielleicht zufällig jemand auf dem Weg dorthin der Ratten annimmt. Du zum Beispiel? Na bitte. Ja, du kriegst ganz allein dafür deine Ratten. Ratten töten statt Höllenportal vernichten, scheint ein bisschen sicherere Aufgabe zu sein. Da sind die Imps. Okay, also ab jetzt würde es anfangen, Imps zu spawnen, die noch relativ klein und relativ schwach sind. So, wir haben hier alle unsere Helden. Wir werden, glaube ich, gleich weiterbauen mit Gilde Nummer 4. Die Rogues, und wir werden sie hier ein bisschen mehr an die Front bauen und dann gleich dich zur Zerstörung freigeben. So. Und wenn ihr da hinkommt, bevor die Wölfe dieses Haus komplett fertig machen, fände ich es auch nicht schlecht, persönlich. Schaut nicht so aus, wie sich jemand drum kümmern. Vielleicht einige von den neuen Rogues, wenn wir sie dann haben. Spätestens auf dem Rückweg sollten sie sich dem zuwenden. Ach ja, die Peasant-Häuser sind in dieser Mission wirklich, wirklich schlecht gesetzt. Die sind alle sehr, sehr exponiert. Aber was kann man machen? Dieser Typ, oder diese Frau besser gesagt, hämmert so schnell sie kann, um dieses Haus am Leben zu halten. So, dann geben wir euch mal Poison. So, da haben wir alle Items, den werden wir mal ausbauen. Damit wir uns da nicht rumärgern müssen in Zukunft. So, jetzt aber. Gut, und diese Höllenportale werden ziemlich schnell ziemlich unangenehm, das heißt, wir sollten uns anstrengen, um sie zu finden. Schicken wir mal einen Explorer in etwa hierhin. Schauen wir mal, ob jemand für 100 losgeht, aber ich fürchte nicht, weil unsere Ranger waren eigentlich ziemlich gut dabei bei all diesen Raubzügen und werden dementsprechend wahrscheinlich Geld haben. Nein, nicht einmal eigentlich. Trotzdem scheint sich für 100 niemand zu interessieren, also gut, 200 Gold.
Na kommt's. So reicht's jetzt ja auch noch nicht. Gut. Schauen wir mal. Ah, es kann natürlich auch sein, dass die Ranger einfach zur Zeit gerade beschäftigt sind. Ja, jetzt hat sich jemand gefunden. Sehr gut. Okay. Das wird ausgebaut, das passt soweit. Poisoning ist fertig, das heißt die Rogues haben ihren Spezialangriff. Okay. Dann bauen wir mal eine Statue, damit wir in Zukunft weniger zahlen. Hm, nice. Da haben wir schon mal eins gefunden. Du deckst hier noch einen Haufen nichts auf. Perfekt. Hm, ein Marktplatz, okay. Also ein potenzieller Trading Post, meine ich eher. Statue of the King ist fertig. Es sind sofort mehr Leute interessiert, dieses Höllenportal zu zerstören. Was auch noch immer erst Imps hervorbringt. Das ist ziemlich gut, alles in allem. So, die Frage ist, ist in diesem Badge von Schwarz etwas? Wir müssen ein Auge auf dieses Haus haben. Wenn es angegriffen wird, müssen wir hier noch jemanden herschicken. Und das finden. Oh, hi. Lassen wir dich auch gleich mal zerstören. Und vom restlichen Geld bauen wir mal einen Schmied. Und geben hier ein paar Ausbauten in Auftrag. Damit die restlichen Klassen auch ihre Spezialfähigkeiten bekommen. Ja, da kam ein Wolf und, ja, also mit ziemlicher fucking Sicherheit ist da genau noch ein Wolfslager drin. Crap. Okay, unsere Stadt ist jetzt so schnell so groß geworden, dass es hier gleich einen zweiten Kanal gibt. Und da sie da ein Haus daneben bauen, werden wir da auch gleich mal einen Turm setzen. Und sollte sich da tatsächlich ein, ja, da ist auf jeden Fall noch ein Wolfsbau. Das heißt, dieser Turm ist sowieso gut, weil er auch den Wolfsbau im Auge hat. Was da unten wurde vernichtet, okay. Ah, deckt vielleicht jemand durch Zufall auf? Na komm, die paar Schritte hätte es schon noch gehen können. Ech. Egal. Die ganzen Gilden werden ausgebaut, das heißt, wir können hier mal die Spezialattacken kaufen. Holy Attack, besonders wichtig, weil wir es eben mit so vielen Dämonen zu tun kriegen. Okay, du hast das im Auge. Dann sollten wir mal beim Blacksmith anfangen. Wir fangen auf jeden Fall mit den mit der Lederarmor an, weil das sowohl Ranger als auch Rogues tragen. Und dann gleich noch den Bogen und dann als nächstes die Blade, weil die tragen Rogues und Warrior wiederum. Das heißt, es gibt ein paar Items, bei denen sich die Klassen überschneiden. So, und du bist fertig, du bist auch gleich ausgebaut. Na gut, ich fürchte, wir müssen da leider jemanden reinschicken, um dieses Nest zu finden. Sie erkunden es nicht von alleine. Okay, hier ist offensichtlich nichts. Wollen wir hier auch noch jemanden runterschicken? Nicht sicher, ob das notwendig ist. Ach ja, wieso nicht? Ne, behalten wir es mal im Auge. Wenn aus dieser Ecke nichts kommt, dann können wir uns dieses Erkunden nämlich sparen. Na komm, die paar Schritte noch. Oh, das ist schon ein Old Wolf. Die sind Level 10, oder? Ja, die sind ziemlich hart dabei. Deswegen will ich eben auch diese Wolfsden hier finden, weil die älteren Wölfe können schon ziemlich reinhauen. Normale Wölfe bisher waren uns recht egal, aber die sind doch ziemlich biestig. Ich glaube, der ist gerade nur am Gift gestorben, kann das sein? Oder hast du den gefinisht? Nein, zum beiden. Wie dem auch sei, könnte sich bitte jemand um diesen Auftrag kümmern. Das wäre ganz cool. Okay, von hier unten scheint nichts zu kommen, aber von hier oben. Und da sehen wir auch schon feindliche Guards. Das heißt, schicken wir da mal auch jemanden hin. Okay, perfekt. Ja, schrottet's mir das gleich. Oh, 400, ich wollte eigentlich nur 300 zahlen. Naja, egal, soll passieren. Habt ihr alle eure Skills? Ja, jeder hat seine Skills. Alles ist wunderschön. Der Blacksmith bietet alles an. Du bist Level 2. Du bist auch Level 2. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Jetzt müssen wir nur ein Auge auf diese Flanke haben, weil da wird im Endeffekt dann das Castle sein, das feindliche.
Also sollten ein Auge auf das haben. Und wir werden uns jetzt mal Sacred Heal kaufen. Weil diese Dämonen haben einen Fernangriff. Und diese Fernangriffe finishen gern noch eure Helden ab. Die ja immer sehr, sehr stur sind, wenn es ums Fliegen geht. Also Rogues sind ein schlechtes Beispiel, aber die meisten Helden sind relativ stur, wenn es ums Fliegen geht. Das heißt, sie bleiben bis zum letzten Health Point und dann erwischt sie noch beim Wegrennen ein Fireball und sie sterben. Und das brauchen wir nicht. Wir haben es bisher geschafft, ohne Friedhof zu spielen. Und das ist mir doch sehr, sehr recht. Weil ein Friedhof ist nur ein weiterer Spawnpunkt für Skelette. Außerdem kostet es Gold, die Leute wieder ins Leben zurückzuholen. Okay, könnte sich darum mal jemand kümmern? Ich hoffe, ihr seid da bald fertig, weil irgendwie dezimieren die gerade unseren Schmied. Und du wirst auch gleich draufgehen, wenn du so weitermachst. Ich habe den Schmied eigentlich darauf gebaut, damit die Leute, die einkaufen gehen, beim Schmied vorbeikommen und ihn verteidigen. Das war eigentlich der Sinn der Sache. Aber vielleicht hätte ich das auf meinen Helden sagen sollen. Komm! Ja, buy new stuff! Ah, schau, der Schmied hat tolles Zeug, das du sicher noch nicht hast. Hast du sogar noch nicht. Aha! Kann ich Gebäude heilen? Nicht wirklich. Na bitte. Puh, gerade noch. Das ist wirklich in letzter Sekunde, dass wir da die Wölfe abgelenkt haben. Okay, du bist auf der Flucht vor dem. Ja, diese Old Wolves, die hauen wirklich ziemlich rein im Vergleich zu normalen Wölfen. Echt hart. Okay, von hier unten scheint aber niemand zu kommen. Also zumindest diese Ecke der Map scheint frei zu sein. Sollten hier mal Call to Arms erforschen. Weil jetzt nehmen die Dämonen schon ein bisschen überhand. Und die sind auch immerhin Level 10 und haben diesen extrem nervigen Fernangriff. Da war noch immer niemand. Okay, dafür interessiert sich jetzt auch gerade niemand. Jetzt wieder. Du hast dich scheinbar auf den Weg gemacht. Okay. Übrigens haben wir hier jetzt noch Destroy the Guard Towers als zusätzliche Nebenmission bekommen. Und ich glaube, wir werden hier mal einen Haufen Leute losschicken mit 1000 Gold. Sollte das doch einige Leute anziehen. Großteils um dem Typen den Weg frei zu machen, beziehungsweise ihm ein bisschen Unterstützung zu geben. Puh, genau das habe ich gemeint. Der Typ ist dann einfach ohne Heiltränke losgelaufen. Und wäre fast von den Feuerbällen gefinisht worden. Wir können diesen Marktplatz noch nicht übernehmen, weil irgendwo offensichtlich noch das vierte Höllenportal hier ist. Und ich nehme an, es ist hier weiter oben, weil es schickt die Imps hier rüber zu diesem Trading Post. Deswegen ist es noch nicht möglich, den... Überlebst du das? Ja, du überlebst das locker. Okay. I've discovered a chest of gold hidden in the cellar of that tower. Ah, sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, ob das Gold an meine Helden oder mich gegangen ist. Aber ich habe eine Ahnung, dass es, wie das meiste in diesem Spiel, nicht an mich gegangen sein wird. So, explore das. Und dann als nächstes... Ja, schauen wir uns erstmal, ob du das Höllenportal findest. Nein, tust du nicht. Gut, dann reißen wir gleich den an. Das bedeutet, das Höllenportal muss noch weiter in dieser Ecke sein. Was gibt's hier schon wieder? Einen einzelnen Imp. Den könnten wir vielleicht mit Call to Arms kriegen, vorausgesetzt die Leute schauen in die richtige Richtung. Ist Protecting Lands. Ja, protect mal das, was auch angegriffen wird vielleicht. Das ist irgendwie die Definition von Protect. Na, ja, nein, nein, nicht nah genug. Jesus, bist du nutzlos. Okay, das war der zweite Turm, den wir eingerissen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es uns einen Vorteil bringt, die Türme einzureißen, oder ob es quasi nur eine Hilfestellung des Spiels ist, die sagt, weißt du was, reiß lieber Türme ein, bevor du dich mit dem Chaos anlegst. Ah, nein, endlich. Geben wir gleich ein Tausender aus, um das auch noch einzureißen. Diese Knappen, die ich da habe, sind komplett nutzlos, oder? Zumindest für diesen Imp da. Du, 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 du. Komm, schau.
Doch. Ach, Gott im Himmel. Na, der wenigstens. Okay. So, das ist so gut wie zerstört. Es bleiben nur noch zwei Türme über. Die haben sogar angefangen, gegen die Türme zu kämpfen, ohne dass eine Belohnung drauf ausgezahlt wird. Wahrscheinlich, weil der Rogue einfach auf dem Weg zu den Schätzen war. Okay, aber wir sehen schon, dieses Höllenportal würde schon 5 Dämonen spawnen. Also, es wird immer wichtiger, flott zu sein. Haut sie jetzt alle ab. Wow. Is collecting loot. Ja, vielleicht jetzt nicht loot collecten, wenn du gerade am Sterben bist. Wäre ganz cool. Okay, ja. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Protectet das auf eurem taktischen Rückzug. Und dann lassen wir es noch eine letzte große Offensive ankommen. Wir können jetzt eigentlich auch mal die Hall of Lords bauen. Wieso nicht? Dann bekommen wir Zugriff auf die Helden, die wir in den früheren Missionen gesaved haben. Ja, am Ende jeder Mission dürfen wir einen Helden zum Lord machen. Und dann können wir in jeder Zeit über den Royal Palace wieder in eine Mission zurückholen. Jesus, da kommt ein ganzer Shitload an Dämonen. Ja, das ist, weil wir das Portal eingerissen haben. Wenn ihr einen Spawncamp einreißt, dann kommt sofort alles, was zurzeit in diesem Spawncamp gelagert wird, auf einmal raus. So. Noch immer nur 4. Ja, das liegt daran, dass die meisten Leute sich jetzt gerade zurückgezogen haben zum Heilen. Bitte, da wären es schon mehr. So, aber zumindest die Kanäle sind noch nicht Level 2 Kanäle geworden. Das heißt, sie haben nach wie vor nur eine Dire Rat und zwei normale Ratten. So. Warten wir mal, bis die Hall of Lords fertig ist, dann werden wir diesen Auftrag canceln und euch stattdessen zum Angriff schicken. Ich glaube, wenn wir die Flag canceln, bekommen die Leute nichts, aber wir verlieren unser Geld. Schauen wir mal. 420 hast du im Moment. Jetzt canceln wir diesen Auftrag. 420, ja, okay, passt. Gut. Dann rekrutieren wir hier mal kurz unsere beiden Lords. Und dann kriegt ihr, keine Sorge, alles wieder gut machen, hier 1000 Gold dafür, diesen Turm einzureißen. Wir machen das wirklich nur der Vollständigkeit halber. Ich bin ziemlich sicher, dass wir, nachdem wir eine Seite des Castles freigelegt haben, ziemlich einfach das ganze Castle zerstören könnten. Perfekt. Und dann hier noch. Und ihr seht auch hier, das Dark Castle produziert 7 Dämonen. Also das sollte man auch nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Machen meine Lords eigentlich irgendwas? Ich glaube, die sind nicht mal dabei. Okay. This is it. The last tower has fallen. Ja, passt. Dann geben wir unser ganzes Geld aus, um Leute aufs Dark Castle anzusetzen. Mal da kommen unsere Lords. Was zum Teufel? Dieser Typ ist stattdessen einfach Rappen töten. Naja, wurscht. Wir wollten sie ja noch ausbilden. Okay, mit fünffacher Geschwindigkeit reißen wir das ein. Es hat ziemlich viele Hitpoints, aber im Endeffekt. Keine Verteidigungen mehr, sobald die Garter einmal weg waren. It smells like victory. The enemy has fallen. Perfect. I've immobilized the tax collectors. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Das gute, gute Geld. Ah, herrlich. Das ging relativ schnell. 29 Tage. Hm. Okay. Das ist eine sehr gute Frage, wen wir jetzt überhaupt mitnehmen, weil es gab nicht mal so viel Zeit, die Helden zu leveln. Ich glaube, wir machen es eher davon abhängig, wer hat was Interessantes gefunden.
Wir haben noch keinen Cleric, also falls ein Cleric hier dabei wäre. Warte mal, ist uns irgendwann mal ein Cleric und ein Warrior gestorben und wir haben sie einfach nie wiederbelebt? Kann das sein? Whoops. Okay, nein, es gibt niemanden, der was gefunden hat, also wird's wohl... Ja, ist aber auch schwach. Naja, wir nehmen einfach sie. Level 10 Cleric, das ist schon okay. Select Lord. Sie ist zumindest dazu gekommen, sich alles Equipment zu kaufen. Naja, das passt schon. Sie hat volle Tränke. Sie hat Gift dabei. Ja, das ist schon okay. Gut, und damit, auch wenn ich nicht genau weiß wie, sind zwei neue Missionen freigeschalten. The Big Trouble und Shadow of the Past. Ich glaube, wir schauen uns zuerst The Big Trouble an, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich erinnere mich besser an die Ogre-Mission, aber ich spiele sowieso alle Missionen. Einmal vorher, kurz bevor ich sie record, einfach nur um mein Gedächtnis aufzufrischen und damit ich garantieren kann, dass ich die Mission noch überhaupt schaffe. Also, das war die dritte Mission, The Baron's Bill. Ich glaube, wir schauen uns als nächstes an, The Big Trouble. Vom Schwierigkeitsgrad her sind sie beide ziemlich gleich. Ja, ich glaube, es wird The Big Trouble. Aber das schauen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.